Also wir sind sehr zufrieden. Baden-Württemberg liegen wir bei 8,5% derzeit, in Rheinland-Pfalz bei 6,5% und in Sachsen-Anhalt bei 5%. Das heißt, wir haben es in allen drei Landtagen geschafft. Tolle Leistung der Partei, der Bundespartei, insbesondere von Christian Lindner. Und was Baden-Württemberg betrifft, da freuen wir uns toll. Das ist ein Riesenergebnis. Und jetzt müssen wir schauen, wie es im Wahlkreis ausgeht, der Knapp oder ich, ob da einer reinkommt. Im Moment habe ich ein Ergebnis von Lehrenberg mit 10,5. Das könnte eventuell reichen, wir wissen es aber noch nicht genau. Und dann wird es spannend, Koalitionsverhandlungen. Was wir definitiv ablehnen, ist eine Ampel. Das heißt, grün, rot, gelb, weil wir wollen einen Politikwechsel. Was wir uns allenfalls vorstellen könnten, ist schwarz, gelb, rot. Aber da wissen wir nicht, ob die SPD mitmacht. Die Alternative wäre dann einfach grün-schwarz. Und da wird es spannend, ob die beiden sich einigen. Also das wird spannende Wochen liegen vor uns. Und dann müssen wir mal schauen, was zum Schluss rauskommt. Also, aber die FDP ist zufrieden und das freut uns sehr. Dankeschön.